So, liebe Leute, weiter geht's heute mit Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Und wir machen heute weiter mit Auge um Auge. Zahn um Zahn geht's nicht, aber Auge um Auge. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Wir haben bestimmt noch mal eine Quest da oben irgendwo, die ich vielleicht noch mal angehen möchte. Eine kleine vielleicht noch mal irgendwie. Vielleicht machen wir doch nicht Auge um Auge heute, sondern was anderes. Ich will nämlich gerne die Quest immer auf dem Level machen, wie es geht. Und deswegen haben wir hier oben, glaube ich, noch mal eine Nebenquest. Rede. Mächtiger Kephalos, ich flehe dich an. Schicke uns einen Kämpfer. Jemanden, der deines Speeres würdig ist. Anwesend. Hilf deiner Priesterin in der Stunde der Not. Du hast gerufen? Oh, Cassandra. Ach, sie kennt uns. Warum bittest du um einen Kämpfer? Ich brauche jemanden, der würdig ist, den Speer des Kephalos zu gewinnen. Ich habe einige Inschriften im Heiligtum entziffert. Sie sagen, der Speer wurde in den Höhlen unter Kephalenia versteckt, als der Tempel errichtet wurde. Du könntest ihn mir holen, oder? Ich kann dich auch bezahlen. Wenn der Speer in den Höhlen ist, finde ich ihn. Nun, vielleicht wurdest du doch von Kephalos geschickt. Kephalos hatte einen Speer? Cassandra, du hast diese Geschichte bestimmt als Kind gehört. Nicht wirklich. Ich hatte nie viel Zeit für Geschichten. Nun, wahrscheinlich nicht. Du weißt, dass Kephalos Kephalenia gegründet hat und Odysseus Vorfahr war. Sein Speer war ein Geschenk der Götter. Er hat angeblich nie sein Ziel verfehlt. Er tötete seine Frau damit und versteckte ihn in den Höhlen. Er warf einen Speer, der nie verfehlt, auf seine Frau? Er war jagen und hörte etwas im Unterholz. Er dachte, es wäre ein Hirsch. Traurige Geschichte. Das klingt gefährlich. Nur, wenn man ihn auf jemanden wirft. Wozu brauchst du einen Speer? Du willst doch nicht etwa Soldatin werden, oder? Natürlich nicht. Aber überleg nur, wie viele Menschen zum Schrein kämen, wenn wir den Speer des Kephalos hätten. Mit ihren Spenden könnte ich so viel Gutes tun. Das Heiligtum instand setzen, die Hungernden in Sami ernähren. Wo ist der? Also, wo ist dieser Speer? Anscheinend wurde er tief in den Höhlen unter Kephalenia versteckt. Im Norden gibt es einen Eingang. Vielleicht versuchst du es dort. Das ist nicht wirklich viel. Vertraust du den Göttern so wenig? Wenn Kephalos will, dass wir den Speer finden, dann findest du ihn. Ich sehe, was ich finden kann. Oh, danke. Ich bereite einen Platz für ihn im Heiligtum vor. Na dann. So, jetzt müssen wir gucken, wie weit die Quest, welches Level die Quest hat. Level 2, das passt. In den Fußstapfen der Götter. Wir machen natürlich nicht nur Hauptquests, sondern wir gucken auch zwischendurch bei einer Nebenquest. Was? Ich bin schon in der Nähe von meinem Ziel. Ach, der Typ, der gibt mir schon wieder auf den Senkel. Warte mal. Da irgendwo. Okay, dann gehen wir mal darüber. Ich will eigentlich ungern, wie gesagt, mit dem Typen schon wieder. Den kriegen wir sowieso nicht down. Das sind 3 Level Unterschied. Das ist sinnfrei, sich mit dem Typ jetzt anzulegen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo lang müssen. Ich kann mich erinnern, dass wir hier rein müssen. Ich hab's ja schon mal Let's Played. So, jetzt müssen wir mal gucken. Sind wir richtig hier überhaupt? Guck, ja, es könnte sein, dass da irgendwo ein Eingang ist. So, mal gucken. So,
So, kriegen wir da irgendwie eine Oberfläche mal, dass wir ein bisschen Luft holen können? Ja. Okay. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich... Ja, Igor ist natürlich nicht verfügbar. Welche Überraschung, wir sind nämlich in der Kirche, ja. In der Höhle. In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. Ja, ja. Das sind so heiße Ohren, mein Freund. Sperr das Käfer los, das war's schon? Na gut, dann gehen wir schon wieder zurück. Würde ich fast behaupten. So, jetzt muss ich wieder, weil zumindest in die Richtung. Eingang zurück, aber da oben ist ein Licht, das ist immer eine gute Idee. So, das war schon soweit richtig. Jetzt hüpfen wir mal kurz darüber, damit wir wieder hochkommen. Ich hoffe zumindest, dass wir das ohne weiteres hinkriegen. Diese Dinger sind hier wahrscheinlich nicht umsonst da. Aber es wäre keine Assassin's Creed, wenn wir nicht einfach klettern könnten. Und hepp, wir haben es geschafft. Und ja, wie gesagt, zwischendurch auch mal Nebenaufgaben machen, weil ich irgendeine eine Mission bewege, die noch zu Level drunter sind. Deswegen einmal mit der guten Dame reden hier. Sandra, bist du hier, um über den Speer zu reden? Habe ich. Oh gut. Sag, hast du ihn gefunden? Ah, jo. Du sprachst von einer Belohnung. Oh, natürlich. Die hast du dir verdient. Danke. 169 Drachmen. Nee, stehlen werde ich nicht. Weil, wenn wir stehlen, es könnte sein, dass die uns da so ein bisschen... So, warte mal, wir gucken gerade mal ganz kurz, weil wir haben noch Fähigkeiten, die wir freischalten könnten. Jägerfähigkeit. Okay, wir haben noch einen Krieger. Dann machen wir das doch mal glatt. So, dann sind wir jetzt schon mal Level 3. Wie gesagt, bei Level 5 holen wir uns die Steinfaust.
So, 7. Das heißt, die nehmen wir mit, legen wir uns mal an. Handschuhe. Die bringen nichts wirklich was. Du bringst da auch noch nichts wirklich. Die meisten Sachen sind Level 5, die brauchen wir jetzt erstmal noch nicht. Tami, ich frage mich, ob wir diesen Ort ohne Schlägerei ver... So, Quest. Wem mache ich was vor? Auge um Auge. An deiner Stelle würde ich das... Nö. Das habe ich gar nicht gesehen, dass das ein Gegner war. So, wir reisen mal ganz kurz rüber schnell noch zu Markus. Und dann geht's weiter mit der nächsten Quest in der nächsten Folge. Morgen um 12 Uhr dann mit Auge um Auge. Das, was ich eigentlich heute schon machen wollte. Nein, wie gesagt, auch das, was mal hier sein, das ist böse, böse. Das, glaube ich, war so eine Grabstätte und alles drum und dran. Und ich glaube, da sollte man das mit dem Stehlen durchaus mal unterlassen. Ja, mein Ostrakon-Regel. Aber. Kannst du mal da hochgehen? Dankeschön. So, meine Freunde. Ich bin raus für heute. In der nächsten Folge geht's dann weiter mit Markus und dem Weingut. Und dann geht's weiter mit Auge um Auge. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Assassin's Creed Odyssey.